In der Saarbrücker Joachim Deckham-Halle ging es gegen die Osthessen, den TTC Rhön-Sprudel Fulda-Mabertzell. Darko Jorgic machte den Anfang in Blau für die Saarbrücker gegen Kadri Aruna. Und die Saarländer hatten sich einiges vorgenommen, wollten den Playoff-Platz vorne natürlich festhalten und endgültig alles klar machen, damit sie unter den letzten vier sicher mit dabei sind. Darko Jorgic, wie gesagt, jetzt hier mit einem sehr, sehr guten Start, holt sich den ersten Satz. Und auch im zweiten sehr gute Bälle von ihm. Bleibt hier stehen, spielt ganz kontrolliert mit der Rückhand. Und Aruna hatte so seine Schwierigkeiten. Er spielte nicht schlecht, keine Frage, aber insgesamt wirkte hier Darko Jorgic in diesem Spiel stabiler einfach. Machte weniger Fehler und immer wieder die gute Rückhand hier zum 2:0 in Sätzen. Jetzt rüber in den dritten Durchgang. Ah, hier fast wieder dran der Ball. War ganz knapp. Ja, wir sehen es hier. Also es ging eigentlich das ganze Spiel ähnlich. Aruna immer gut mit dabei, aber wenn es darauf ankam, dann machte Darko Jorgic den besseren, den sichereren Eindruck in diesem Match. Und am Ende führt hier Saarbrücken mit 1:0. Dann Patrick Franziska gegen Ruven Filus. Das ist natürlich kein leichtes Spiel für Filus, denn die beiden, die kennen sich bestens. Und gerade ein Abwehrspieler, wenn da der Gegner die Schnittvariationen sehr gut kennt und vielleicht auch ganz gut damit zurechtkommt, dann wird es schwer. Und hier haben wir es gerade gesehen. Sehr schöner Punktgewinn von Franziska, der hier die Geduld einfach auch hat. Der wiederum aber sehr schön platziert von Ruven Filus. 12:11 und da erst der Satz, wir sehen es, die Faust auf Seiten von Franziska gleich doppelt ausgepackt. Der weiß, das wird hier nicht leicht, aber natürlich war es dann ein ganz knapper erster Satz. Der zweite dagegen ziemlich deutlich. 11:4 für Patrick Franziska. Ruven Filus, der selbst ja eine ziemlich durchwachsene Saison spielt. Hier, das sieht man selten, dass ein Spieler auf dem Niveau so einen Ball liegen lässt. Haut hier vollkommen den Schuss. Patrick Franziska. Filus wieder an der Ballonabwehr. Schöne Ballwechsel natürlich auch immer garantiert, wenn es Angriff gegen Abwehr heißt. Wieder ganz hohe Ballonabwehr von Filus. Und da hat Patrick Franziska schon so ein kleines Lächeln auf dem Gesicht und verhaut dann gerade wieder die Vorhand. Das ist eben die Schwierigkeit. Wenn der Ball so lange in der Luft ist, dann bekommt man auf einmal viel Zeit, um sich viele Gedanken zu machen, wo man es vielleicht ganz besonders toll hinspielen möchte. Und wenn das der Fall ist, dann geht öfter auch mal einer daneben. Acht zu sechs, die Führung jetzt für Patrick Franziska. Das macht er natürlich sehr gut. Der Stoppball vorne und die Chance, da ist es passiert, dieses Match zuzumachen. 2:0 die Führung jetzt für Saarbrücken und dann Shankun gegen Van Bomeng. Da ist klar, Shankun der Favorit und zwar haushoch und Meng auf der anderen Seite, der schon tolle Leistungen gebracht hat in dieser Saison. Hat er natürlich einen schweren Stand. Trotzdem, gerade im zweiten Satz präsentierte er sich gut, verliert nur knapp mit 11:13. Fehler. Im dritten dann Shankun wiederum vorne, 7:5. Und das sind beim 10:7 drei Matchbälle für den Chinesen gegen Meng und da war es passiert. Saarbrücken gewinnt hier, 3:0. Am Ende ziemlich deutlich gegen Fulda-Mabertzell. Ja, ich würde schon sagen, so ja, eigentlich ein perfektes Spiel von uns heute. Ich glaube, mit 3-0, 9-0 gewinnt man nicht alle Tage gegen Fulda, die trotzdem sehr, sehr gefährlich sind. Darko hat so ein bisschen den Dosenöffner heute gespielt gegen Aruna. Super Spiel gemacht, in der Hinrunde noch 3-0 verloren.
Alles in allem sind wir natürlich super froh, wie das Spiel gelaufen ist und geben jetzt alles, dass wir ja möglichst auf dem zweiten Platz bleiben. Ja, wir haben heute 0-3 verloren, recht deutlich mit 0-3 Sätze auch. Mehr erwartet. Wir wollten das Spiel eigentlich enger oder knapper veranstalten. Wir haben ja vorher noch gewonnen gegen euch. Deshalb sind wir umso trauriger, dass wir heute wirklich 0-9-0-3 verloren haben. Aber wir wollen es besser machen, nächste 2 Spieltage. Dann schauen wir mal, wie es im nächsten Spieltag läuft. Auf jeden Fall wollen wir mehr Leistungen als heute auf jeden Fall.